Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Mexiko. Wir gehen heute raus wieder auf die Strecke und jetzt geht's vielleicht für uns vielleicht geht's darum, heute mal wieder ein bisschen Wiedergutmachung zu machen. Willkommen zurück auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez, einer der geschichtsträchtigsten Strecken, die es überhaupt gibt, und wir freuen uns heute auf ein spannendes Qualifying in Mexiko. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Jump out if you get too hot in there. There's a problem with the cooling system and it's going to take us a few minutes to correct it. Super, 4 Minuten verloren. Jetzt müssen wir natürlich nochmal die Zeit setzen. Also scheinbar scheint die Software gut zu funktionieren auf dieser Strecke. Oh, jetzt gehen wir auf die Strecke. Wir wollen natürlich fahren. Wir wollen natürlich versuchen, die Konkurrenz unter Druck zu setzen, zu liefern und an und. Mal gucken, was die Zwischenzeiten jetzt gleich sagen. Wir wollen Charles Leclerc momentan von der Pole vom ersten Platz verdrängen. Hülkenberg, Fünfter. Starkes Ergebnis momentan für den Renault. Also muss man sagen, er macht einen sehr, sehr guten Eindruck, was die Perez-MCPs betrifft. Ich hoffe, dass er tatsächlich wieder die einen oder anderen Punkt holen. Oh. Das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst, dass er da jetzt in die Box geht, aber Gott sei Dank nicht weiter behindert. Jetzt müssen wir ran. So, Sektor 1, liebe Leute, gegen Charles Leclerc, 28,5, gibt er vor. Hinter uns folgt uns ein McLaren, 28,5, sind wir drunter momentan. Und zwar nur minimal, aber wir sind drunter. Eieiei, und dann so eine schlechte Kurvenausfahrt. Und das in meinem eigentlichen Paradesektor, Sektor 2. Momentan die Führung. Aber das sollte sich eigentlich mit der Runde geändert haben. Das sollte auf jeden Fall gut verloren haben an Zeiten. Guck, was der zweite Sektor jetzt sagt. Ah, auch nochmal weiter vorne. Sag ja, zweiter Sektor. Reicht, 17,7. Sektor 1. Versuch 1. Wobei da tatsächlich noch mal einen Ticken mehr drin gewesen wäre. Jetzt ist alles momentan ruhig auf der Strecke, das ist nicht einer auf der Strecke. Aber wir führen knapp, aber wir führen 0,008 Vorsprung auf Leclerc und dann fast ab 0,062 dahinter. Our best lap so far is a 117.7. Gott sei Dank, gutes Ergebnis. Hamilton momentan auf 7. Da tut sich was auf der Strecke. Fest ab.
So, Verstappen natürlich. Er fährt jetzt seinen zweiten Versuch gleich. Wir haben noch 6 Minuten. Das heißt, wir können eigentlich wieder auf die Strecke. Ich hoffe, dass es jetzt keinen stört. Es regnet nämlich gerade extrem. So. 4 Minuten 40 noch. Verstappen momentan vor. Im zweiten Versuch. Aber da müssen wir nochmal was. Nochmal kommt, dann müssen wir, haben wir doch was dagegen, liebe Leute. Eieieiei. Da haben wir doch definitiv was dagegen, dass da jetzt. Oh, Alter. Regnet gerade extrem, sorry. So, wir müssen auf jeden Fall vorliegen. Fahrer vor mir. Ja, leck mich doch am Arsch. Fahrer vor mir. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachliefern. Immer der erste Sektor sagte ja auch, wir sind momentan vor. Wobei Verstappen gerade einen kleinen zweiten Versuch gesetzt hat. Reicht wieder, um auf P1 zu springen. Sache, das Mexiko-Wochenende fängt schon mal ein bisschen besser an als das letzte Rennwochenende. Aber ziemlich deutlich. Zweiter Sektor, ja. Letzter Sektor 0,3 langsamer. Aber dann im ersten Sektor haben wir es uns geholt. Und bei Verstappen glaube ich jetzt, dass es halt eher brechen wird. Ne, der fährt nochmal raus. Hat der seinen ersten Versuch im Kart gefahren? Der will da nochmal? Wir können sie raus. Wir können nicht mehr liefern. Aber das Gute, er hat unseren Teamkollegen vor sich. Sekunden noch. Fährt er rein, ist das Thema gegessen. Dann ist Verstappen nämlich raus, ist der Verlose. Nein, er fährt nochmal. Unser erster Sektor. 28,3. Das hat dann natürlich den Vorteil, dass er mit dem Teamkollegen dann vor uns nochmal ein bisschen den gut machen kann, aber die kann auch ihm jetzt kosten. Der Williams steht natürlich jetzt ihm voll im Weg. Aber jetzt ist er vorbei. Zeit ist eh jetzt um. Er hat mich verloren. Damit war es das. Vierter am Ende. Yes! Hamilton und Charles Leclerc. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Für Vettel natürlich eine absolute Katastrophe. Der hängt nämlich nur auf Platz 10. Wer weiß, was noch für Strafen kommen. Das wäre natürlich super. Aber das werden wir dann wahrscheinlich erst dann erfahren. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja, aber hallo. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Ja. Es ist gut, Zuverlässigkeitsprobleme schon im Training anzugehen, nicht wahr? Ja, aber es gab gar keine Probleme. Klasse, das war dann alles. Naja, alles gut. Ja, wir haben es geschafft, liebe Leute.
Wieso? Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja, und das sehen wir uns dann am Montag, am morgigen Tag an. Bis dann und auf Wiedersehen bei Let's Play Fans 2019.